Also für mich als Frau ist es so, dass nur eins wirklich total wesentlich ist, ist, dass ich wirklich weiß, welche Werte ich diesbezüglich habe. Dass ich darin wirklich total fest in meinem Sattel sitze. Und mit diesen Werten, die ich dann mal hoffentlich rausbekommen habe, also als ich die rausbekommen habe, gehe ich zu Veit und sage, okay, pass auf, ich liebe dich, ich würde mit dir gern weitergehen und das ist hier mein Wert. Du bist eingeladen, den mit mir zu teilen. Wenn du den mit mir teilen kannst, wunderbar, dann gehen wir zusammen weiter. Wenn es nicht möglich ist, weil du einfach andere Werte hast und es auch völlig in Ordnung ist, dann bist du aber nicht mein Mann an meiner Seite. Dann gehe ich ohne dich weiter. Ich habe das für mich gefunden in einem Augenblick, der wirklich echt, also richtig hart war. Für mich war es richtig hart. Wir wollten heiraten, wir hatten einen gigantischen Hochzeitstermin angesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute eingeladen, Riesenfest, Und ungefähr, weiß jetzt nicht mehr genau, 4, 5 Wochen vorher verliebt sich Veit in eine Frau. Und zwar richtig fett, offensichtlich. Und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, weil, also das hat mir echt mein Herz gebrochen und das hat mir auch echt mein, also das hat mir ganz vor allen Dingen meinen Geist gebrochen. Und zwar den Geist, also die Enge des Geistes, die ich bis dahin hatte, also was mir bis dahin zur Verfügung stand. Weil mein Geist konnte das nicht verstehen. Mein Geist konnte nicht verstehen, okay, ich liebe diesen Mann, dieser Mann liebt mich, dieser Mann hält um meine Hand an und jetzt geht er mit einer anderen Frau weg und zwar richtig weg. Und dieser Moment war der Moment in meinem Leben, wo mir klar war, okay, also entweder jetzt stirbt etwas wirklich Lebendiges in mir oder mein Geist weitet sich und ich kann das nehmen, ich kann das verstehen. Weil wenn ich es verstehen kann, geht es weiter. Aber wenn ich es nicht verstehen kann, geht es eben auch nicht weiter. Und die Nacht werde ich mein Leben nicht vergessen, wirklich ehrlich nicht vergessen. War eine wirklich dunkle, dunkle Nacht für mich, aber morgens bin ich aufgestanden und der Geist war weiter. Und was den Geist geweitet hat oder was dann zur Verfügung stand, war das tiefe Wissen von, das ist nicht Veit, das hat jetzt nicht Veit gemacht, das hat jetzt auch nicht Andrea gemacht oder das hat jetzt nicht irgendjemand gemacht, sondern das ist jetzt das, was das Leben uns als Lektion wirklich gibt. Also dieses Leben nimmt Veit und bewegt ihn in eine bestimmte Richtung und dieses Leben nimmt Andrea und bewegt es auch in eine Richtung. Und das war das Verstehen und das hat mir wirklich weitergeholfen. Und danach wusste ich, okay, meine Werte in dieser Beziehung, in der Liebesbeziehung, sind wirklich die, ich möchte mit einem Mann Sexualität teilen und ich möchte gerne mit einem Mann wirklich in die Untiefen dessen steigen können. Ich möchte keine Ablenkung mit anderen Männern und ich möchte auch nicht, dass der Mann, mit dem ich das teile, sich mit anderen Frauen ablenkt. Und da war der Wert und den habe ich auf den Tisch gepackt. War denn dann die Angst auch weg? Nee. Da war tierische Angst da, natürlich, weil wir waren ja schon jahrelang zusammen. Da gab es ein Kind, da gab es eine Arbeit, da gab es alles Mögliche, was damit verbunden war. Das heißt also, die Vorstellung, wenn wir uns trennen, wenn Veit geht, wenn Veit nicht mit diesen Werten sein kann, dann ist erstmal ganz viel kaputt. Na klar war da richtig Angst. Aber das hat mir wirklich, also das hat mir das Stehvermögen gegeben, in allen Feuern, die ich da wirklich gespürt habe, zu stehen. Und sagen, okay, so ist es jetzt. So ist es jetzt. Fertig. Also ich würde gerne noch ergänzen, also ich möchte gerne zwei Sachen ergänzen. Erstens, ich glaube, ich habe noch nie davor so viel Respekt für eine Frau empfunden wie in diesem Augenblick. Also es war ja nicht so, dass nach der Nacht der Schmerz weg war bei Andrea, aber was weg war, war der Vorwurf mir gegenüber. Also ich habe gesehen, da steht jemand in seinem Schmerz und er hat eine Wahl für sich getroffen und das wiederum hat mich total auf mich zurückgeworfen. Ja, also das für mich selbst herauszufinden, im Gegensatz dazu zu vielen anderen Situationen, die ich davor mit Frauen erlebt habe, wenn Frauen an einem ziehen und zetern und so weiter und so fort. Und ich werde es nie vergessen, das war dann, was weiß ich, eine Woche nachdem Andrea diesen Durchbruch hatte, dass ich mit dieser Frau nochmal zusammen war und plötzlich das wie abfiel. Und ich voller Scham auf diesen Menschen geschaut habe und gemerkt habe, ich habe keine fucking Ahnung, wer das ist. Ein lieber Mensch, wir haben immer noch Kontakt zu ihr, aber ich habe vorher gesagt, ich wusste, diese Frau bedeutet mir de facto überhaupt nichts, aber etwas in mir hat so einen wahnsinnigen Schiss vor dieser Hochzeit gehabt, das mich voll umgetrieben hat. Und ich habe in diesem Moment
dermaßen viel über die Illusion von Romantik gelernt und über die Illusion von Fantasien gelernt. Das war krass. Und auch wenn das bestimmt für ganz viele Menschen wie eine total brutale Geschichte klingt und ich weiß, dass Andrea lange, lange Zeit noch total darunter gelitten hat, mag ich gern sagen, für mich war das elementar wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ich habe unglaublich viel über die Illusion einer Fantasie erfahren und unglaublich viel auch darüber erfahren, wie viel Angst etwas in mir hat, mich wirklich einzulassen, mich echt einzulassen. War krass und war, dennoch bin ich total. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das ist eine Frau, mit der kannst du im Feuer stehen. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, da ist jemand, dem tut das weh, der heuchelt das auch nicht, aber der fordert von mir nicht ein, dass ich auf mein Leben verzichte.